hier ist Ranja und heute kommt das lang erwartete. Ich zeige euch mein kleines Kätzchen-Video. Super viele von euch haben Kommentare geschrieben, weil sie meinen Instagram-Posts gesehen haben. Falls ihr keine Instagram-Leute seid, die die Instagram-Posts gesehen haben, hier ist mein Instagram-Handle, ihr könnt mir gerne folgen. Das ist auch @richtigronja. Und dann seht ihr sowas schon vorher. Aber jetzt seht ihr es ja auch hier. Und genau, ich habe insgesamt 2 Kätzchen. Ich habe am Anfang erzählt, ich hole mir ein. Also Wookie, das ist der übrigens, den ihr hier seht. Wookie ist eine Bengalkatze und er ist so niedlich. Er ist jetzt 11 Wochen alt. Ist er 11 Wochen alt? Er ist 12 Wochen alt. Und wir haben ihn jetzt noch nicht so lange. Wir haben gestern seinen Kumpel geholt, weil ich gedacht habe, komm, du kannst die Katze nicht den ganzen Tag alleine zu Hause lassen. Es ist ja auch immer empfohlen, eine zweite Katze zu kaufen. Schimpft jetzt. Ist ja immer empfohlen, eine zweite Katze zu kaufen, damit sie einen Spielgefährten haben, vor allem, wenn ich in der Uni bin und solche Sachen. Das Problem ist. Also die zweite Katze heißt Jovi. Ist auch übelst niedlich, richtig kleiner, goldiger Kerl. Ich kann euch ja hier ein paar Fotos einblenden. Beziehungsweise ich hole ihn wahrscheinlich einfach später im Video. Richtig niedlicher kleiner Fratz. Das Problem ist nur, sie hassen sich. Also ohne Witz, sie hassen sich. Wir haben Boogie im Schlafzimmer gehabt, Jovi das Wohnzimmer erkunden lassen, damit er sich schon mal an den Geruch gewöhnen kann, okay? Dann haben wir abends, als es halt Essen gab, die beiden Katzen zusammen gefüttert. Damit sie sagen, hey, wir assoziieren das mit etwas Positivem. Lief nicht gut, haben sich angeknurrt, gefaucht, gejagt, gekämpft und dann haben wir sie über Nacht getrennt. Dann hat sich Boogie übergeben. Dann hab ich halt mit Boogie auf dem Sofa geschlafen. Wir haben immer wieder Räume gewechselt, damit das nicht so Revierkämpfe gibt. Nichts gebracht. Mit Boogie auf dem Sofa geschlafen. Ollie hat mit Toby im Bett geschlafen. Dann am nächsten Tag wieder das gleiche, halt durch die Tür getrennt, Frühstück gegeben, eine Schüssel hier, andere Schüssel da, lief alles gut. Haben direkt an der Schüssel, an der Tür gegessen, gar kein Ding, ja, lief prima. Dann, später halt wieder alleine was gemacht. Boogie hat sich insgesamt jetzt 3-mal übergeben. Kurz zu Boogie. Boogie ist meine Katze übrigens, das andere ist die von Ollie, deswegen kann ich, wenn es so klingt, als ob ich Boogie lieber mag. Wir haben ihn halt schon länger. Er ist so ein bisschen an mich gebunden. Wir machen alles zusammen. Wir spielen stundenlang jeden Tag. Wir kuscheln. Wir schlafen in einem Bett. Er schläft immer so Kopf an Kopf mit meinem Kopf. Es ist unglaublich niedlich und er ist das süßeste kleine Ding, was ich kenne. Und ich habe das Gefühl, ich nerv schon alle, weil ich die ganze Zeit über meine Katzen rede. Und ich bin auf dem besten Weg, eine Crazy Cat Lady zu werden. Und es tut mir leid, aber es muss raus, okay? Manchmal tut er einfach Sachen, die so niedlich sind, dass man sich denkt, oh mein Gott, das ist ja so niedlich. Okay, weil ihr ihn bestimmt alle sehen wollt. So, hoppala. So, das ist Boogie. Boogie will fliehen, weil Boogie was auf dem Schreibtisch gesehen hat, was knistert. Jetzt ist er wieder ruhig, aber jetzt seht ihr es nicht, weil er außerhalb des Kameraengels ist. Normalerweise hat er kein Problem damit gehalten zu werden. Er lässt sich auch nehmen, wenn er gerade kämpft. Machst du? Ist gut. Er ist so cute. Er sieht aus wie so ein kleiner Mini-Leopard. Ich meine, das liegt an der Rasse. Ihr habt ihn vielleicht schon mal so auf dem Stuhl in einem Video hervorgucken sehen. Sie haben relativ viel Platz, weil wir riesige Kratzbäume haben. Und zwar, das Ding geht bis zur Decke hoch. Und ich habe noch einen anderen, den ihr halt in dem Wir holen uns ein Kätzchen-Video, was hier oben beim i eingeblendet ist. Anderen Kratzbaum, den könnt ihr da sehen. Falls euch das aus irgendeinem Grund interessieren sollte. Ich hoffe, das Video ist halt. Okay, ich hatte vorhin grünen Tee, okay? Ich habe die Tasse stehen lassen. Es ist. Ohne Witz, es ist so wenig drin, dass man es nicht mal sieht, wenn ich die Tasse schief halte, um es in der Kamera zu zeigen. Boogie liebt alles, was Wasser ist, okay? Wir haben so einen kleinen Trinkbrunnen für die und dann spielt er die ganze Zeit damit rum, macht seine ganzen Pfoten nass. Jetzt hängt er schon wieder an der Tasse, überall, wo Wasser drin bleibt, sowas wie wenn man Erdbeeren hat und die werden. Jetzt ist er einfach nur pissed, weil seine Hand nass ist. Oh, Baby. Alles gut.
Boogie ist unglaublich niedlich, sehr, sehr anhänglich, sehr, sehr schmusig, sehr, sehr zerstörungskräftig, wenn er gerade im Modus ist, weil er sehr stark ist für sein Alter und sehr verspielt. Okay, und dann spielt man zwar zwei Stunden mit ihm, aber er hat trotzdem noch Energie. Und er möchte dich umbringen. Möchte er nicht, er spielt nur, alles klar, weiß ich, aber er klettert halt gerne an einem hoch. Und wenn man nicht gerade Hosen anhat, die fest genug sind, dann krallt er sich halt dementsprechend in deine Haut und so sehen meine Beine halt auch aus. Es ist nicht gerade schön. Ja, es ist nicht gerade schön. Nein. Okay. Ich würde ihn euch gerne besser zeigen, aber er spielt gerade mit meinen Kabeln hinterm Monitor. Ich kann euch hier aber ein paar niedliche Videos von Boogie einblenden und durchlaufen lassen, dann habt ihr wenigstens ein bisschen Katzenspaß. Ich, ohne Witz, er ist so goldig. Ist so goldig. Ich habe mir aber Desinfektionsspray gekauft, weil man schon ab und zu den ein oder anderen Katzenkratzer abkriegt. Und ich denke, das ist auch normal. Und, ja, man muss ja nicht irgendwas einfangen. Okay, naja. Was wollte ich noch sagen? Genau. Joby ist ein lieber Kerl. Joby ist eine Mischlingskatze aus Reich was. Ja. Boogie habe ich von einem Züchter. Joby haben wir einfach als... Es gibt ja im Mai oft viele Kätzchen. Jedenfalls meine Mom nennt es immer Mai-Kätzchen. Hey, Baby. Er klettert gerne hier hoch auf das Ding. Aber er verkackt es gerade. Boogie, nee. Hoppies hoch. Boogie, hoch. Das Problem ist, Boogie setzt sich manchmal einfach so in dich halt rein. Und dann sitzt er da und denkt sich, hey, mein Mensch versucht mir nicht zu helfen, hochzukommen. Nein, mein Mensch hält mich jetzt für die nächste halbe Stunde, während ich hier fröhlich den Stuhl zerfetze. Achso, Boogie und Joby sind beide Männchen, falls ich das noch nicht gesagt habe. Joby ist, wie gesagt, von irgendeinem... Keine Ahnung, irgendeine Katze ist schwanger geworden, hatte Kinder. Joby ist eins davon. Ich habe keine Ahnung, was er für eine Rasse ist. Es ist halt irgendeine Mischlingskatze von... Frag mich, wie vielen Rassen, keine Ahnung. Es ist das Einzige, was die Besitzer sagen können, ist, dass irgendwas Maine Cooniges drin ist, weil der eine Kater, den sie... Nee, die eine Katze, die sie haben, halt Mischling ist aus Maine Coon und... Weiß ich nicht was. Und der Deckkater, keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls ist er sehr niedlich, er hat auch diese kleinen Büschelchen an den Ohren. Und das sind jedenfalls die äußerlichen Charaktermerkmale. Boogie kann krass weit springen, übrigens. Und sehr hoch. Nur als Fun Fact. Und ist, oh mein Gott, er macht diese niedliche Sache. Wo er, wenn sie essen, und das sind wohl so Instinkte aus der Wildnis noch, wenn er fertig gegessen hat und er ist satt, dann scharrt er so über den Boden, weil er den Rest von seinem Futter vor wilden Raubtieren verstecken möchte und damit er das später noch hat. Und irgendwie er scharrt dann am Ende noch über die Fliesen und okay, ich vergrab das jetzt doch schnell. Es ist so cute, ohne Witz. Es ist so verdammt cute. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich meine Katzen nicht mehr vertragen. Aber ja, hoffen wir das Beste. Naja. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs zusammengeschnitten und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was Boogie oder Joby angeht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Insider-Tipps habt, was man machen kann, damit die beiden sich ein bisschen besser verstehen, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch jetzt wenigstens ein Bild machen konntet von meinen zwei Rabauken. Und ich meine, ihr werdet sie wahrscheinlich in zukünftigen Videos sowieso sehen, weil ich niemanden in einem Zimmer einsperren möchte und ich möchte, dass beide... Ich möchte, dass beide durch die Gegend laufen können, wie sie wollen, weil meine Wohnung ja eh schon nicht so riesig ist. Übrigens, ist das da hinten, wenn ihr das seht, der Karton, in dem ich immer mein Merch aufbewahre und Boogie-Ding, okay? Und Boogie, wenn Boogie approved, dann solltet ihr auch approven, okay? Das heißt, wenn ihr Merchandise möchtet, der Katzenklauen standhält, okay? Da ist noch kein Kratzer drin, kein Loch im
Design nichts, obwohl er da wirklich nicht sehr sorgsam mit umgeht. Das heißt, falls ihr Merch möchtet, dann könnt ihr das auf www.richtigeronja.com kaufen. Der Link ist auch nochmal in der Beschreibung. Und wenn ihr mehr von meinen Katzenbabys sehen möchtet, dann schreibt mir gerne einen Kommentar, was ihr sehen möchtet, was ihr für Fragen habt, was ihr wollt, dass ich ihnen beibringe. Ich mache mit Buki jedenfalls momentan, mit Chobi noch nicht, weil Chobi gerade erst hier ist und sich einleben muss, so Klickertraining und kann ihm damit Tricks beibringen. Falls ihr da irgendwie coole Tricks habt, die ich ihm beibringen soll, momentan arbeiten wir an so einem High Five. Aber man kann ja noch weiter expandieren. Das heißt, falls ihr da irgendwas habt, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten... Oh, Baby. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende und bis morgen. Ciao!